Ja. Was wird in diesem Raum von mir verlangt? Ich soll in diesem Zeitlimit, was mir da gegeben wird, hier hoch. Was ich gerade schon nicht schaffe. So, von hier soll ich dann da hoch. Ich soll, ich kann übrigens hier nochmal aktivieren. Da rechts hoch, dann da weiter hoch, dann da noch weiter hoch. Bis ich irgendwann halt ganz da oben ankomme, was zeitlich ziemlich knapp werden kann. Oder aber man benutzt die Emmy-Taktik und findet die geheime Plattform. Ich nutze es aus, wenn ich es weiß. Also so muss man ganz ehrlich sagen, warum nicht? Zum Beispiel weiß ich auch, dass hier ein Schalter ist, den ich jetzt einfach mal eingestellt habe. Und ich habe die Dolche. Ich habe die dreckigen Dolche. Jetzt habe ich den Morgenstern, denn nur mit dem Morgenstern kann man dieses Häschen besiegen. Würde ich das Häschen nicht besiegen und ich ginge hier rein, würde ich wieder am Anfang des Raumes landen. Also, nächster Raum. Lasst mich doch einen Moment überlegen. Ich will den Boomerang. Genau. Denn in diesem Raum brauche ich eine Fernkampfwaffe, weil ich sonst gleich ziemlich blöd dastehe. Gehst du weg, Feuerball? Dankeschön. Gehst du weg, Kürbis? Dankeschön. Ja, ich will da hoch. Ich will da hoch zur Sensenfrau, dem nächsten Miniboss. Sie schießt einen Laser von unten, einen Laser von oben, der mich trifft, weil ich einfach ziemlich grandios ausweiche, wie ich finde. So, Laser von unten, Laser von oben und Sensen. Das ist ihr komplettes, gottverdammtes Muster. Laser von unten, von oben und Sensen. Wieso treffen die mich so gut? Wieso trifft sie mich so gut? Das ist unfair. Das ist unfair und unnötig. So, würdest du bitte einfach kaputt gehen? Vielen Dank, Mädchen. So, wir kommen zum Speicherpunkt und ich will das Schwert. Mit dem Schwert geht es jetzt nämlich weiter zu einem Boss. Endlich jemand, mit dem ich reden kann. Lass sie nach Berlin kommen. Tut mir leid, ich rede kein Deutsch. Lass sie kommen. Englisch, bitte. Die Freiheit ist unteilbar. Sagte, dass ich dich nicht verstehe, du verdammter Crowd. Alle freien Menschen sind Bürger von Berlin und jetzt hör endlich auf zu reden, wir verstehen uns eh nicht. Ich bin ein Berliner. Ja, dieser Boss ist verdammt krank. Falls man es... Ja, Peniskanone. Am Raum schon erkennt, er ist eine Anspielung an Dracula. Mit dem Teleport vor allem. Und ich drehe mich jedes Mal weg, denn wenn er mir sein Ding zeigt und ich das sehe, dann sterbe ich. So blöd das klingt. Es ist ein Instant-Kill. Es ist dumm. Nein, nicht dumm. Es ist eigentlich verdammt witzig, wenn man es beim ersten Mal mitkriegt und dann versteht, warum man denn gestorben ist. Und es leuchtet immer etwas anderes an ihm. Entweder es leuchtet direkt sein Schritt oder es leuchtet sein Kopf oder es leuchtet der Boden vor ihm. Und daran erkennt man, welchen seiner drei Angriffe er benutzt, was ihm jetzt auch nichts mehr bringt, da er tot ist. Sieg. Und Speicherpunkt. So, jetzt habe ich zwei Auswahlmöglichkeiten. Ich kann nach oben gehen, ich kann nach unten gehen. Oder ich gehe einfach... Nein, ich gehe runter. Ja, ich gehe runter. Aber das erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich bin Emero, denn gerade klingelt mein verficktes Telefon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Bam, bam. Taha, vergessen wir das erstmal. Ja, ich schau mal, noch so 9 Minuten hinterherzulegen, weil wegen 2 Minuten Video ist ja mal mehr als nur für den Arsch. Also, los geht's. Hier unten kann man rein. Man kann hier auf einen Knopf drücken und dann vibriert alles und plötzlich geht da irgendwas auf. Irgendwo, ich weiß es nicht. Und wir landen in der Höhle des dunklen Königs. So, die hat das lustige Gimmick, dass es dunkel wird, je weniger Lampen auf dem Bildschirm sind und Epilepsiekugeln. Ich mag die Teile, einfach wegen ihrer bunten, lustigen Effekte schon. So, man kann hier überall auf so lustige Schalter drücken und dann steht da, dass etwas angegangen ist. Es gibt auch einige ziemlich fiese Schalter, wie diesen hier. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich hoffe wirklich, dass man erkennt, was ich denn hier tue. Denn es wird teilweise ziemlich dunkel. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir dann nicht. Oh. Oh, ich weiß, was hier kommt. Oh, 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 oh. Allein schon zu wissen, was hier gleich geschehen wird, stimmt mich traurig. Es stimmt mich wirklich traurig. Ja, traurig ist das treffende Wort.
muss hier erstmal hoch. Hier oben auf den Schalter drücken. Und dann kann ich zurück, 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 zurück. Hoch, 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 hoch. Und hier auf den Schalter drücken. So, mit diesem Schalter kann ich jetzt da nach links. Und damit dann hier hoch und da fick dich rein. Dankeschön. So, du bist im Weg. Stopp. Dieser Raum, ich hasse ihn. Ich muss da erstmal hoch, was ich schon nicht schaffe. Sehr gut. Das war auch sehr... Da, was mache ich denn gerade? Ich bin gerade ziemlich klug mit dem, was ich tue. Ich kann jetzt erstmal meine Zeit aufladen, was ich jetzt getan habe. Und jetzt kann ich die Zeit... anhalten. Dann da drauf. Und es verkacken. Ah, gut, dass ich gerade diese Stelle für 10 Minuten Video ausgesucht habe, denn viel mehr als diese Stelle werden diese 10 Minuten nicht reinpassen. Nö, unwahrscheinlich. Du bist tot, du bist tot. Du bist nur eine Lampe, du kannst eigentlich nicht sterben, aber was soll's. So. Und da hätte ich's fast gepackt. Ich werde auch ruhig sein teilweise. Es ist echt keine gute Stelle. Es ist keine schöne Stelle. Und ich hasse sie. Ich hasse sie richtig. Ich hasse sie zu Recht. Es ist eine der wenigen Stellen im Spiel, wo ich sage, nein. Brauche ich nicht. Brauche ich echt nicht. Brauche ich überhaupt nicht. So. Und was man auch sagen muss, ist, es ist das erste Mal in meiner kompletten Zeit als Let's Player, dass ich nebenher auf eine Uhr gucke, damit ich wirklich nur ein Video fülle. Das ist wow. Nach mehr als einem Jahr? Sollte man das eigentlich mal gemacht haben, aber nö. Warum denn? So, sehr gut. Mit dem Walljump dann gemacht. Gut, dann habe ich doch nur 2 Minuten für diesen Scheiß verschwendet. Das heißt, ich kann noch weitermachen. Trollolol. So, ich muss hier... Leck mich, Skelett. Leck mich, Skelett. Mano. No, stop it. Oh Gott. So, hier runter, bevor die mich noch töten. Als ob sie das können. Pah, lächerlich. Da ist der Schalter. Und jetzt gehen die Lampen an, weil ich alle Knöpfe gedrückt habe. Und, ich habe Strom. Das heißt, das arme Viech da stirbt an Epilepsie. Nein. Böse Hasen, böse Hasen, böse Hasen. Tun mir nichts. Also, da wären jetzt Hasen gekommen, die mich plattgerannt hätten. Aber nö, nicht mit mir. Also, man muss jetzt zuallererst einmal hier hoch und durch die Tür. Denn dann vibriert alles ganz lustig und man ist plötzlich da ganz links und fragt sich, was das denn jetzt bitte gebracht hat. Und so an sich hat es noch nicht viel gebracht. Es bringt erst was, wenn wir dann euch zurückspulen können und ich dann nochmal hier rein kann, denn jetzt... Jetzt hat sich in diesem Raum etwas verändert, was ich nicht gezeigt habe, da es nur Zeit gekostet hätte. Also, es würde folgendermaßen aussehen. Über dieser lila Säule wäre hier unten eine lila Tür. Hier. Ich käme nicht da rein. Hier wäre erst das Podest. Also würde ich denken, oh, ich muss andersrum, was natürlich nicht funktioniert, da man andersrum nicht hier hin kann. Und man würde dann ewig hier festsitzen. Und oh, wie wundervoll, ich habe die beste Waffe im Spiel bekommen. Ist sie nicht toll? Ist sie nicht absolut nutzlos? Krieg ich bitte was von einem Dankeschön-Spiel? Danke. Echt. Danke. Du bist tot. Du bist so tot. Du bist so tot. Wow. So, es geht weiter drum. Wir sind jetzt im zweiten Bereich, könnte man sagen. Man kann es Bereiche nennen. Und was wir hier machen, ist praktisch dasselbe wie im ersten Bereich. Wir gehen hier lang und machen Zeug. So, das da oben will ich einmal aufmachen, denn da oben ist eine Bunny Doll. Und damit wäre ich hier fürs Erste fertig. Ich gehe erstmal zurück. Und... Moment, war nicht hier irgendwo auch noch was? Ich bin mir unsicher. Nein, ich glaube nicht. Ich drücke jetzt den Knopf und renne nach rechts. Ja! Und ich renne weiter nach rechts. Oh, seltsam. Hier scheint etwas zu sein, aber ich laufe einfach weiter. Wie kannst du es nur wagen, Bunny? So, hier links wäre jetzt noch ein Knopf, den ich allerdings nicht drücken werde. Ich werde einfach runterfallen, mir das Schwert holen.
Dann können wir das Schwert holen. Das hier dunkel machen. Bitte. Bitte lass es hier dunkel werden. So. Denn jetzt, wenn ich da runtergehe, wird es hier hell und ich kann hier links rein. Und hier ist ein Herz versteckt. Amazing. So, damit hätte ich das Power-Up und kann jetzt hier nach rechts gehen. Wo die gelbe Kugel steckt. Autsch. Aber hier steckt noch mehr als nur die gelbe Kugel, denn hier steckt noch ein Secret. Amazing. So, das funktioniert so. Ich will den oben stoppen, dann da rein, mir die Puppe holen, hier runterfallen. Und dieser Raum, den ich eigentlich auch nicht mag. Habe ich den gerade echt beim ersten Versuch? What the fuck? Me's awesome. Me's so very awesome. It's amazing. So, das, du bist kaputt. Ja. Sehr schön. Machst du deinen verdammten Dash, danke. So, damit wäre aber hier eigentlich alles soweit abgehakt. In dem... Nein, Moment. Jetzt wäre hier soweit alles abgehakt. Waha! Gut, dann würde ich sagen... Soll das fürs Erste reichen? Damit komme ich auf 9 bis 10 Minuten Video, was besser... Nein, ich kann noch schnell was machen. Ich kann noch schnell was machen. Das sollte ich noch hinkriegen. Ja. Backtracking. Pause und Schnitt. Moment. Also, ich wollte noch einmal an diesen Ort hier zurück. Das ist dort, in der Mitte ungefähr des gelben Gebietes. Da war nämlich noch eine gelbe Tür mit dem verdammten Raum. Okay. Ich muss für diesen Raum... eigentlich meine Zeit anhalten, damit die Delfine nicht schießen. Jetzt muss er nur noch hoch genug springen, dass ich da hochkomme und ja. Gut. Dieser Raum ist Hass pur. Er läuft so. Hinten ist eine Tür. Diese Tür schließt sich, sobald ich getroffen werde. Prinzipiell habe ich damit alles erklärt, was in diesem Raum so gilt. Also, neuer Versuch. Wow. Okay, der erste Teil sah schön aus, aber das war scheiße. Und ich kann die töten. Ich kann die töten. Das ist mir neu. Okay, aber der Raum ist schwer. Das ist so einer dieser Räume, über die ich gesprochen habe, als ich meinte, dass es hier echt unschöne Räume gibt. Das ist definitiv einer davon. Nein, kleiner Delfin, du machst keinen Scheiß mit mir. Lass mich da hoch, lass mich da hoch. Dankeschön. Lass mich da jetzt hoch. Bitte, lass mich einfach da rein. Ja, Booster, okay, werde ich gleich erklären. Geh weg. Wenn ich ganz ehrlich sein muss, ich weiß gerade gar nicht, was Booster war. War Booster? Ha. Ich habe keine Ahnung, was Booster macht. Sehr gut. Ah, ich glaube, es war das. Oder... Es macht etwas. Was? Das finde ich heraus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin Emiro, das war Bunny Must Die. Diesmal wirklich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.